süß. Richtig gut. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen und hallo zu meiner weiteren Folge Outdoor Cooking mit Marco Kreiner. Wir sind heute wieder bei einem Hof zu Gast, dieses Mal sogar bei einer Hofkreislerei. Ich freue mich schon wahnsinnig, dass ihr alle mit dabei seid. Und zwar heute sind wir live aus Klagenfurt in Vaconics Hofkreislerei. Neben mir steht die Chefin, die Barbara Vaconic, die nicht nur die Chefin von Vaconics Hofkreislerei und von eurem ganzen Hof ist, sondern auch zusätzlich im Genussland Kärnten bei uns Obfrau ist. Und liebe Barbara, wir zwei haben ja wirklich eine Leidenschaft für Regionalität und ich freue mich ganz besonders, dass wir zwei heute gemeinsam kochen werden. Servus Barbara. Hallo Marco, ich freue mich natürlich auch von ganzem Herzen. Barbara, wir stehen mitten hier bei euch neben dem Hofeingang, neben dem Eingang von Vaconics Hofkreislerei. Es werden auch immer wieder Kunden vorbeigehen, das werdet ihr entdecken, aber da ist ja bei euch immer was los am Samstag. Genau. Und ich habe mir gedacht, eine Kochshow aus Vaconics Hofkreislerei, was liegt da näher als ein Gericht? Ihr produziert Eier, ihr produziert Eierlikör, ihr produziert Nudeln, ich sag's euch. Eiernudeln in allen Varianten. Hier haben wir Macaroni, die werden wir gleich zubereiten, also Macaroni, wie es der Italiener nennt. Hier habt ihr auch Bunte, die Anna, deine Tochter, eure Tochter, die produziert die ganzen Eierteigwaren. Und ich sag's euch, ich stehe auf diese Nudel, weil ich glaube, da sind 7 Eier pro Kilo drinnen. Genau so ist es. Natürlich wollen wir mir viel Eier reintun. Das ist ganz klar und man sieht das auch an der Farbe. Also das sind einfach Eiernudeln, die nicht nur nach Pasta schmecken, so wie man Pasta kennt, sondern ich bin einfach auch immer begeistert, weil ich habe das Gefühl, man schmeckt bei euren Nudeln, wenn man die so bloß kostet, den Eidotter. Es ist wirklich also perfekt für mich. Also wir werden die heute zubereiten. Ja, Carbonara liegt einfach nahe. Und jetzt werdet ihr euch fragen, was macht der dann mit dem Eierlikör? Ja, den werden wir dann am Ende für was Süßes noch verwenden, aber das kommt ganz zum Schluss. Diese Pasta Carbonara, die ja sehr traditionell ist in Italien, und was hat es mit der Pasta Carbonara auf sich? Eine Original Carbonara ist niemals mit Schlagobers zubereitet. Das findet der Italiener ganz furchtbar, ich mittlerweile auch. Die wird nur durch den Eidotter und durch diese ganze Cremigkeit vom Parmesan wird das genau eine cremige Soße werden. Barbara, ich würde sagen, wir starten. Ich habe aber vorher noch ein Desinfektionsmittel. Ich gebe dir ein bisschen was auf die Hände. Was hast du eins? Das schaut fein aus für die Handtasche. Ja, das ist, zeige ich dir gleich, das ist ein Händedesinfektionsmittel von einer legendären Gin-Destillerie aus Graz, und zwar vom 1404 Gin. Die haben sich gedacht, Händedesinfektion ist jetzt ein großes Thema. Wir wollen es als gutes Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Und für die Damen, ich habe schon viele gehabt, die mich darauf angesprochen haben, perfekt für die Handtasche. Super. Da kriegst du gleich eines. Noch ein bisschen, das war ein bisschen zu wenig. Weil wenn, dann müssen wir ordentlich desinfizieren. So, und da kriegst du gleich von mir eines. Bitte. Danke schön. Vielmals. So. Ihr seht, wir sind auch top hygienisch unterwegs und jetzt starten wir dann letztendlich mit unserer Carbonara. Wie gesagt, ohne Schlagobers, aber dazu dann gleich mehr. Barbara, wenn du bitte den Speck schneiden würdest, und zwar haben wir einen luftgetrockneten Speck von der Familie Waldhäuser, die beliefern euch, oder? Die beliefern uns seit Beginn der Kreislerei. Sie wohnen in Kamburg und sind sehr, sehr engagierte junge Bauersleute. Für diejenigen, die es nicht wissen, was ist luftgetrockneter Speck? Das ist wirklich Speck, der nicht geräuchert ist und deswegen so perfekt für die Carbonara. Denn eine Carbonara in Italien wird ja auch nicht mit geräuchertem Speck, sondern mit Pancetta oder Guanciale zubereitet. Das ist nie geräuchert. Und deswegen so perfekt. In Kärnten haben wir einfach Gegenden, wo das Lufttrocknen oder Luftseuchen so ein Thema ist oder Lufttrocknen. Und dadurch passt also dieser Speck wunderbar. Den schneiden wir einfach in feine Würfel. Da würde ich dich einfach bitten, da können wir ruhig dann, das schaut jetzt brutal aus, gell? Aber da können wir ruhig solche Würfel schneiden, die dann einfach mundgerecht sind und vor allem durchs Anbraten werden die richtig schön knusprig. Gern. Ich habe in der Zwischenzeit dann auch schon Parmesan. Ja. Carbonara. Parmesan ist immer wichtig. Jetzt habe ich lange überlegt, was könnten wir an kärntnerischer Stelle da verwenden. Nein,
Parmesan muss Parmesan bleiben. Man könnte auch eine Mischung aus Parmesan und Pecorino machen. Das ist dieser Schafskäse, der gereifte. Wir nehmen jetzt einen 30 Monate gereiften Parmesan, den wir einmal schon aufreiben. Und zwar mit meiner wunderbaren Reibe reiben wir diesen Parmesan. Schaut mal, wie wunderbar das funktioniert. Barbara, so eine Reibe muss übrigens jeder haben. Die schaut wirklich super aus. Das ist ein Top-Produkt, das wir Köche einfach gerne verwenden. Einfach in den, in den Fachhandel gehen und nach einer ordentlichen Reibe für Muskatnuss, Parmesan und so weiter. Das ist genau das, was man für so eine Carbonara haben möchte. So. Da reiben wir jetzt diesen Parmesan ganz fein hinein. Ich habe es genau ins Rezept geschrieben, wie viel Eidotter, denn was kommt alles in die Carbonara hinein? Wir haben schon gehört, luftgetrockneter Speck, dann, der wird knusprig gebraten, dann nur Eidotter. Wir verwenden heute nicht das Eiweiß, sondern nur den Eidotter. Und dieser Eidotter wird gleich mit dem Parmesan verrührt und dann werden wir das Ganze raffiniert zubereiten ohne Schlagobers. Ich kann das gar nicht oft genug betonen. Barbara, wir haben es ja bei euch schon einmal gekocht. Genau so ist es. Ich glaube, bei unserem 5-Jahr-Jubiläum haben wir das heuer gekocht und die Kunden waren sehr, sehr begeistert. Vor allem, sie waren ziemlich überrascht, dass das ohne Schlagobers geht. Und das ist genau das. Ich finde das ganz furchtbar, wenn bei uns in Österreich, aber auch in Deutschland, immer gerne diese Carbonara mit Schlagobers oder mit Sahne zubereitet wird. Braucht es nicht. Kein Italiener macht das, weil es einfach nicht notwendig ist. Barbara, Wakonix Hofkreislerei, euch gibt es jetzt schon wie viele Jahre? Seit 5,5 Jahren arbeiten wir jetzt da in unserer Hofkreislerei. Es werden auch immer wieder Autos einfahren. Gott sei Dank haben wir Kunden, die uns besuchen kommen. Gott sei Dank. Die kommen jetzt gerade wieder ein Auto gekommen. Genau. Und das ist eigentlich eine Idee, die schon ganz lang in meinem Herzen gewachsen ist. Auf diesem Hof wird ja schon über 70 Jahre Direktvermarktung betrieben oder noch länger sogar. Unser Opa musste damals in der HTL mit dem Radl Lebensmittel den Damen in der Stadt liefern, bevor er in die Schule gegangen ist. Und der Opa wird heuer 90. Also so lang läuft die Direktvermarktung eigentlich bei uns. Und ich glaube, es ist einfach die beste Art, die Menschen mit Lebensmitteln zu bedienen. Dieser persönliche Kontakt zu den Kunden. Und dass sie sehen, was produzieren die Bauern, wie arbeiten sie, was sind das für Menschen? Jetzt in der letzten Zeit, in der Corona-Zeit, haben wir das extrem erlebt, wie überhaupt noch nie. Die Leute sind gekommen und haben gesagt, könnt ihr uns ernähren? Und ich muss ehrlich sagen, das erste Mal dieses Bewusstsein. Es ist doch schön in dieser Zeit, das haben ja viele Produzenten erzählt, einfach da sein zu können für die Kunden und zu zeigen, wir können euch gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit mit Produkten versorgen und noch dazu mit regionalen Produkten. Und das ist ja das, ich habe es vorhin schon erwähnt, die Barbara und ich, wir leben, glaube ich, für Regionalität. Ich mit meiner Funktion im Genussland Kärnten für die Genusswirte zuständig, du als Obfrau, die wirklich über uns drüber steht, die das repräsentiert, diese Marke und diese Organisation. Barbara, und da ist bei euch wirklich der Gedanke immer stärker geworden, eure Produkte in einem extrem attraktiven Hofladen, der dahinter sich befindet, wirklich Produkte anzubieten, aber nicht nur von euch, sondern ihr habt ja wie viele Produkte im Hofladen? Wir haben weit über 700 Produkte im Hofladen und ich muss sagen, es ist so spannend zu sehen. Ich bin ein Fan eines jeden Bauern, der uns dazu liefert, weil sie produzieren einfach wunderbar tolle und immer wieder neue Produkte. Ich bin ständig auf der Suche nach neuen Produkten und auch das Genussland Kärnten ist auf der Suche ständig nach neuen Produzenten und Produkten. Und ihr seid ja auch Genussland Kärnten Handelspartner. Das heißt, die Produkte eben von vielen Genussland Kernproduzenten, wie eben auch diesen Speck, diesen luftgetrockneten Speck von der Familie Waldhauser. Im Übrigen, für diejenigen, die zuschalten und jetzt gerade hinzugekommen sind, herzlich willkommen nochmal. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr kommentieren wollt, einfach in die Kommentarfelder schreiben. Unsere Redaktion bemüht sich, das dann gleich zu beantworten, beziehungsweise werden wir diese Fragen dann live zugespielt bekommen und versuchen, diese zu beantworten. Vielleicht gibt es eine Frage an die Barbara, an die Wakonix Hofkreislerei.
Barbara, was sind bei euch die markanten Produkte, die ihr produziert? Wir haben schon gehört. Wir sind eigentlich entstanden aus einem Eierhof. Wie ich da hergeheiratet habe vor 35 Jahren, war es eine reine Eierproduktion, auch schon mit Direktvermarktung von Eiern natürlich. Und das haben wir viele Jahre gemacht, haben uns mit mehreren Bauern zusammengeschlossen, haben den Eiering Herzogstuhl gegründet und ist einfach das, die Eier sind eigentlich unser Kernprodukt. Bin dann eigentlich durch die Diskussion um die Hühnerhaltung in Kärnten in diese ganzen offiziellen Funktionen geraten, muss ich sagen, oder geraten, eingestolpert einfach, weil mich für mich das sehr wichtig ist, dass regionale Produkte erzeugt werden und dass Bauern von ihren Produkten leben können. Das habe ich mir irgendwie so als Lebensaufgabe gemacht daneben und immer schon im Kopf gehabt, so ein Hofladen, das war einfach was Schönes und was Gescheites. Und ich habe mir dann viele Hofläden angeschaut und habe mir gedacht, ich möchte was machen und unsere Hofkreislerei ist ja kein so ein normaler Hofladen, sondern es ist einfach eine Lebensmittelboutique, sage ich ganz gern. Es ist gern. Ein Schmuckstück für mich. Sage ich gern, weil es einfach diese Lebensmittel einen besonderen Rahmen brauchen in meinen Augen. Absolut, also ihr müsst euch das einmal anschauen da hinten. Also das sind dann wunderschöne Kasteln. So kleine Kästen, wo dann die Produkte drinnen stehen, dann ist alles top inszeniert und einfach dann die ganzen regionalen Produkte in Szene gestellt. Also man kauft einfach noch einmal so gern eine. Und ich war ja heute schon shoppen zu Beginn, ich habe ja schon eingekauft. So, aber wir kommen jetzt zu unserem Speck. Die Nudeln gehen übrigens dann sehr, sehr schnell. Also diese Eiernudeln sind relativ schnell fertig und al dente, die kochen wir dann gleich. Wenn ihr euch jetzt wundert, der Speck ist aber grob geschnitten. Nein, genau so wollten wir es haben, denn ihr werdet sehen, der geht jetzt dann auch ordentlich zusammen. Ich röste Speck natürlich ohne Fett an, weil der sowieso Fett lässt. Das heißt, in Kürze haben wir hier auch wirklich das Fett ausgelassen beim Speck. So. Im Übrigen ist es euch vielleicht aufgefallen, wir kochen nicht mehr mit Induktion, die uns jedes Mal den Ton gestört hat, sondern wir haben heute hier eine wirkliche Top-Gas-Inszenierung, und zwar unseren Gasherd, unser Gasstöfchen da, mit dem wir kochen. So, Barbara, den Speck werden wir knusprig rösten, das dauert kurz. Und der soll so richtig knusprig werden, den geben wir am Ende wieder in unsere Pasta dazu. So, also ganz wichtig, jetzt könnte man übrigens auch noch Knoblauch dazugeben. Das ist aber etwas, wo ich sage, da zerstören wir fast ein wenig den feinen Geschmack. Einige geben auch Zwiebel dazu. Es ist nicht das Originalrezept, sondern wir machen das wirklich jetzt so, dass wir sehr, sehr traditionell diesen Speck anrösten, knusprig anrösten. Dann kommen durch den Parmesan genug Würze und Geschmack in dieses Gericht und Eidotter. Und Barbara, wenn du so lieb bist und mir schon eine Eidotter trennst oder eine Eier trennst, ich gebe dir eine kleine Schüssel. So. Ich bräuchte nur den Eidotter, und zwar wäre schon gut jetzt für diese Menge. Ja, den geben wir irgendwo, sonst geben wir in der Weile da hinein. Oder ich habe eh noch einen Teller da, schau. Tun wir da die Eidotter hinein und da das Eiweiß. So, der Speck wird immer knuspriger, perfekt. Und da sparen wir uns einfach. Jetzt haben wir da ein Jumbo-Ei erwischt. Da ist ein Doppeltopf, ja, Wahnsinn, drinnen. Du, das ist aber nur ein Zufall, oder? Oder gibt es das auch schon? Doppeldotter-Eier sind bei uns sehr beliebt in der Kreislerei. Es ist ein Produkt, ein Wunder der Natur, sage ich immer. Ich kann nicht sagen, wann ich wie viele Jumbo-Eier habe, aber es ist auch natürlich fürs Frühstück eine wunderbare Sache, wenn ich so ein Doppeldotter-Ei erwische. Ja, ein Traum. Also wir haben, aber wir können ruhig die Dotter dazugeben. So. Schau mal, Barbara, jetzt. Die Doppeldotter ist ein bisschen schwarz drin. Macht nichts. Also es kann ruhig ein wenig Eiweiß dabei sein. Es gibt nämlich Rezepte, die mit Eiweiß sind, aber wir nehmen eines ohne. Und wenn da ein wenig Eiweiß dabei ist, macht gar nichts. Schau mal, Barbara, so knusprig ist dieser Speck jetzt geworden. Und den geben wir uns jetzt auf die Seite. Den kommt am Ende
kommt der dann jetzt in unser Gericht. Herrlich. Übrigens, Barbara, möchtest du von dem Parmesan einmal probieren? Gib dir hier mal. Natürlich jetzt der richtige Zeitpunkt, gell, wenn du am Eier drinnen bist. Aber das passt schon mit der Dotter. Das ist ein 30 Monate gereifter. Ich kann auch sagen, er schmeckt wunderbar. Und ich finde, wer so regional kocht wie wir, darf dann auch einen Parmesan verwenden und zu unseren Nachbarn schauen. So. Jetzt ist der Speck herrlich knusprig. Der kommt jetzt am Ende dann dazu. Ihr seht das schon. Knuspriger geht es nicht. Der bleibt auch so knusprig. Den geben wir am Ende zu unserer Carbonara. Also nicht vorher. So. Mal ganz kurz in unsere Stellage stellen. So. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar gehen wir uns da her. So. So, jetzt, das kommt dann ganz am Ende, zeige ich, wie einfach man die Soße für die Carbonara macht. Das braucht man nicht mehr, passt schon. Ich glaube, das reicht uns jetzt vom Eidotter her. Jetzt habe ich hier den geriebenen Parmesan. Jetzt geben wir einfach da diese Eidotter dazu. Das ist nämlich wirklich verrückt. Also ich hätte mir als Koch auch nie vorstellen können, dass das alleine die Soße so perfekt macht. Und Barbara, wenn du mir das Ganze noch ein wenig pfefferst, das ist jetzt schwarzer Pfeffer, mein Lieblingspfeffer. Da braucht es keinen grünen Pfeffer, keinen weißen. Kannst du ruhig noch ein bisschen? Du musst mich stoppen, sonst wird es scharf. Passt. So. Schau mal. Und jetzt soll das, und auch das ist korrekt, das soll so eine Paste werden. Also das ist wirklich so, wie ich es gelernt habe. Schaut mal, eine richtige Paste. Und das kommt, das ist die Grundlage für unsere Carbonara, also für unsere Soße. Speck haben wir in der Zwischenzeit knusprig geröstet, den zeige ich noch einmal, aber ich glaube, da war der Ton schon noch da. Also das ist wirklich knuspriger Speck. Barbara, den müssen wir jetzt mal kosten. Ganz gern. Herrlich. Der wird richtig groß. Richtigen Geschmack geben dann. Und weißt du, durch den Speck und durch den Parmesan, glaube ich, brauchen wir dann wirklich nicht mehr viel Salz. Wir haben gerade über die Hülle und Fülle an Pasta-Sorten, ich glaube, es sind um die 15 Sorten und dann eben auch Dinkel und Harden, also Buchweizen, bunte Nudeln. Aber ich habe mich heute einmal bewusst nicht für Spaghetti entschieden, die wir letztes Mal verwendet haben bei euch, sondern für Macaroni. Kleine Macaroni, ich freue mich schon drauf. Die werden jetzt schlicht und einfach in reichlich Salzwasser gekocht und ein Tipp von mir fürs Pasta-Kochen. Das habe ich in Italien gelernt. Das Pasta-Wasser muss versalzen sein. Also ich habe da wirklich eine Faust Salz drinnen, denn wir essen ja das Salz dann nicht, aber die Nudeln schmecken dann wenigstens noch was. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr Pasta zubereitet, Soße dazu gebt und irgendwie schmeckt nur die Soße. Wollen wir nicht. Wir geben hier die ganze Pasta in ein ordentliches Salzwasser. So, die Nudeln brauchen wirklich nicht lange und vor allem kommt jetzt dann noch ein Trick, den jeder Italiener kennt, und zwar das Nudelkochwasser werden wir dann auch noch verwenden für unsere Pasta. Barbara, du bist ja Ökonomierätin. Wie wird man Ökonomierätin? Es ist nicht nur eine Alterserscheinung, sondern es ist so, dass man viele Jahre ehrenamtliche Arbeit leistet und dann vorgeschlagen wird mit jeweiligen Landwirtschaftsminister für diesen Titel. Und man bekommt das in Wien dann bei einer schönen Feier verliehen. Es ist sehr ehrenvoll, aber ja, ich bin nicht der Titelträger, sondern ich bin einfach die Bäuerin, die arbeitet und auch sehr gern Genusslandobfrau und ja, seit dem Aufbau dabei. 10 Jahre Arbeit, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und seit 10 Jahren darf ja auch ich im Genussland mit dabei sein. Es ist eine Herzensangelegenheit, muss man wirklich sagen. Und Barbara, weil du von harter Arbeit redest, im Übrigen kriege ich gerade die Information, euch gefällt die Sendung, das freut uns schon einmal wahnsinnig. Vielen Dank und bitte stellt einfach Fragen. Also wenn jemand Fragen hat, auch zu den Produkten von Barbara Vaconig, denn vielleicht habt ihr Fragen zu ihrem Brot. Barbara, du hast von harter Arbeit gesprochen. Du stehst mittlerweile 3 Tage in der Woche in deiner Backstube hinten, hinter der Kreislerei. Genau so ist es. Jeder von uns in der Familie hat sein Herzensprodukt, die Anna die Nudel, der Christian den Eierlikör und ich habe das Brot, 4 Sorten Brot.
die ich jede Woche backe. Ich bin auch stolze Preisträgerin beim Brot. Wir haben heuer österreichweit den Brotkaiser gewonnen. Wir bauen den Roggen auf unseren Feldern an. Er kommt, er bleibt am Hof, er wird hier gereinigt, er wird hier vermahlen. Der Christian ist für mich zum Müller geworden. Und ich muss ehrlich sagen, dann das eigene Korn zu verbacken und zu veredeln. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin sehr dankbar all unseren Kunden. Das Brot wird wunderbar angenommen. Und ich kenne ja die vier Brotsorten. Vier Brotsorten, ja. Auch das Hardenbrot mit Buchweizen mag ich übrigens sehr, sehr gerne. Für die gerne diesen nussigen Geschmack mögen. Genau, für die. Das ist ein Spezialbrot, das nicht jeden schmeckt, aber denen schmeckt besonders gut. Aber du hast es ja schon angesprochen, der Christian, also dein Mann, wurde ja zum 1000-Zasser, der er wahrscheinlich sowieso schon war. Genau. Aber jetzt auch, er ist Lieferant, er ist der Produzent vom Getreide. Er ist der Hühnerchef. Genau. Ja, genau. Ja. Und er steht auch hinter der Pudel. Er macht alles. Das ist nicht, genau. Er ist ja heute auch da, übrigens gemeinsam mit der Anna. Ich hoffe, die Anna wird dann auch Zeit haben zum Verkosten. Wir sind ja dann gleich soweit, die Nudel, also die Pasta kocht vor sich hin. Noch einmal, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Es freut uns sehr, dass euch die Sendung gefällt. Danke für eure Kommentare und schickt uns vielleicht auch einfach liebe Grüße von wo auch immer ihr zuschaut. Das freut mich immer ganz besonders. Wir haben gerade letztes Mal aus der Schweiz Zuschauer gehabt und schön. Barbara, ich habe auch Genussland Kärnten Erdbeeren mitgebracht und ihr habt die ja zur Saison dann auch oft im Hofladen. Ich denke, ab nächster Woche, jetzt ist der Spargel da, der Salat, die Kohlrabi, der Schnittlauch. Es ist so schön, wenn das Jahr die ersten Früchte gibt. Gell? Das ist einfach wunderbar und ich denke, ab nächster Woche auch bei uns die Erdbeeren. Das ist die schönste Zeit im Jahr, möchte ich immer sagen. Auch das ist von einem Genussland-Kernproduzenten und zwar von der Familie Seebacher aus Klagenfurt, der Biogärtnerei. Und da werden wir später mit dem Eierlikör noch was zubereiten. Denn, und jetzt müssen wir schon noch kurz, bevor die Nudeln so weit sind, die sind fast al dente, haben wir noch kurz Zeit, dieser Eierlikör ist mein Lieblingseierlikör, das darf ich sagen. Ich habe schon viele Eierlikör verkostet, ihr habt auch lange daran gedüftelt. Ja, sehr lange. Ich weiß noch, die Anna ist immer wieder gekommen, du Marco, da haben wir probiert, kannst du noch mal kosten? Ich habe aber dann auch irgendwann gesagt, also perfekt schon für mich, aber ihr habt ihn wirklich perfektioniert. Und der wird mit euren Eiern, mit euren Eidottern zubereitet. Und auch der Schnaps ist aus dem Genussland Kärnten. Auch der Schnaps ist aus dem Genussland Kärnten und zwar von Valentin Latschen, V-Brand. Berühmt. Das ist berühmt und ein sehr, sehr edler Brand. Wir verwenden eben nicht einfach irgendein Korn oder so, sondern wir verwenden diesen ganz, ganz hochwertigen V-Brand für unseren Eierlikör. Und mein Mann, der überhaupt kein Koch ist, hat sich das zur Leidenschaft gemacht. Wirklich mit echter Vanille und mit Kärntner Milch, Schlagobers. Und also einfach ein ganz ein tolles regionales Kärntner Produkt draus gemacht. Viele, viele haben ihn gern und auch darüber sind wir sehr froh. Absolut. Barbara, wo findet man euch? Wakonigs Hofkreislerei in Klagenfurt, wo genau? Wo genau? Wenn man den Flughafen in Klagenfurt findet, da findet man uns auch gleich. Es ist alles beschildert. Wir sind ca. 400 Meter ober dem Flughafen. Wir sind in der Stadt Klagenfurt und wir haben das Glück, komplett am Land zu leben. Und ja, das ist schon ziemlicher Luxus, unser Standort. Ich fühle mich auch wahnsinnig wohl hier und jetzt geht's weiter mit unserer Pasta Carbonara. Und zwar die Nudeln sind al dente und jetzt müssen sie heraus. Also wir geben uns die Macaroni von Wakonigs Hofkreislerei. 7 Eier pro Kilogramm einfach aus dem Kochwasser. So. In die Pfanne. Ganz klassisch in die Pfanne. So. Und ihr werdet jetzt gleich staunen. Jetzt brauchen wir dann die Kamera wirklich nahe an der Pfanne, denn ihr werdet staunen, wie man ohne Schlagobers eine ganz, ganz cremige, ja, rahmige Soße, aber ohne Schlagobers zubereitet. Und zwar, jetzt haben wir hier wirklich die triefend heißen Nudeln aus dem Wasser. Und jetzt kommt unser Parmesan-Eidotter-Pfeffergemisch. Das kommt jetzt hier einfach. Jetzt schaut man uns noch schnell die Pfanne ein und jetzt werdet ihr überrascht sein. Schaut euch das an, was jetzt passiert. Hier in die Pfanne geben diese Parmesan-Eidotter-Mischung mit schwarzem Pfeffer. So, und jetzt wird das Ganze umgerührt und ohne Schlagobers wird sich jetzt gleich eine ganz cremige Masse bilden.
Schau mal, Barbara. Das schmeckt wirklich lecker aus. Ganz wichtig, immer etwas Nudelkochwasser. So. Dann unser Speck, der knusprige Speck, kommt jetzt am Ende dazu. Kunden kommen auch, Barbara, denen können wir vielleicht auch noch was zum Essen geben. Gerne. Wir haben ja schon einige, die länger zuschauen, die werden wir dann gleich herbieten. So. So, und jetzt bildet sich hier wirklich eine ganz cremige Masse. So. Etwas Nudelkochwasser noch. Übrigens, das kann schon einiges an Nudelkochwasser sein, dass das alles schön cremig bleibt. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Das ist so. Ganz interessanter Input. Und jetzt geben wir uns auch noch, also das Nudelkochwasser hat einfach noch sehr viel Stärke dabei. Schau mal, so. Das schaut sehr, sehr gut aus. Und jetzt verkosten wir das Ganze einmal, schauen, ob da noch, ich glaube, ein bisschen ein schwarzer Pfeffer, Salz wird genug sein. Und der Speck ist knusprig. Also gerade beim Salz ist es so, auf keinen Fall mehr Salz. Das ist durch den Speck einfach herrlich salzig und durch den Parmesan genau die richtige Konsistenz. So, Barbara, ich würde sagen, wir verkosten das Ganze und wir haben Zuschauer. Ich freue mich, die hier schon die ganze Zeit zuschauen. Wir dürfen euch vielleicht auch näher bitten. Und die Anna muss auch verkosten. Genau. Jetzt habe ich Teller hier. Bitte einfach näher kommen. Ihr schaut ja schon die ganze Zeit zu. So. Barbara, wir haben übrigens gerade über die Regie die Frage bekommen von einem Zuschauer, ob man die Nudeln auch verschickt, ob die verschickt werden, ob wir man die bestellen. Wir verschicken die Nudeln natürlich auch. Eure Website? Na, einfach anrufen. Wir sind ganz ehrlich, da sind wir echt schlecht. Wir haben noch immer keine gescheite Website und keinen Online-Shop, aber das ist im Aufbau. Und man kann uns aber einfach anrufen und wir machen das gerne. Wir haben auch sehr viel Osterjause heuer durch ganz Kärnten, durch ganz Österreich geschickt. Und so. Das funktioniert sehr gut, danke. Naja, also die Online-Versandmethoden werden ja immer raffinierter. Ich glaube, gerade in der Corona-Zeit hat sich das sehr bewährt. So, das haben wir schon. Und für euch kurz nochmal die Information, wenn man etwas Eiweiß dabei hat, viele mögen das, ist in Italien durchaus auch üblich, dann flockt das Eiweiß ganz leicht aus, dann hat man so leichte Eierflocken dabei. Wenn man reinen Eidotter verwendet, wird es ganz cremig. Aber das macht jeder, wie er es will. Ich finde nämlich das Eiweiß überhaupt nicht störend. Und das werden wir jetzt einfach verkosten. So, ich habe übrigens gern diesen knusprigen Speck, gell, erst am Ende dazu. Und dann das Ei. Voller Eidotter-Geschmack. Schmeckt sehr, sehr lecker. Man dürfte da jetzt sowieso auf keinen Fall mehr Salz dazu geben. Es ist sehr, sehr würzig. Im Übrigen kriege ich gerade, Entschuldigung, mit vollem Mund spricht man nicht. Lieber Karl-Heinz Stafacher, haben gerade einen Kommentar bekommen, ob wir eine Portion nach Döbriach liefern können. Würde ich wahnsinnig gerne machen, aber am besten wäre es gewesen, wenn du hierher kommst, weil dann ist sie ganz frisch. Aber lieber Karl-Heinz, es ergibt sich sicher in unserer Region irgendwann einmal die Möglichkeit, dass wir gemeinsam verkosten, weil diese Carbonara muss man einfach probiert haben. Und mit euren Nudeln, herrlich. Wunderbar. So. Sehr gut. Die Anna hat so viele Kunden gerade. Genau. Kriege ich die Information. Ah! Die Anna kommt. Anna, komm schnell. Wir haben eine Portion Carbonara für dich. Damit ihr auch einmal die Juniorchefin aus Vaconix Hofkreislerei, liebe Anna, komm her, kennenlernt. Carbonara mit deiner Pasta, mit dem luftgetrockneten Speck von Familie Waldhauser, mit eurem Eidotter, Parmesan, schwarzer Pfeffer, mehr braucht es nicht. Und das ist die Anna, liebe Zuschauer. Die produziert die Nudeln und ja, sie werden verschickt. Und wir schreiben euch einen Kontakt natürlich dann auch noch dazu. Auch die Telefonnummer. Online-Shop in dem Sinn gibt es nicht, aber einfach anrufen, wird überall hin verschickt. Ich möchte gerne ganz kurz was sagen. Gell? Jetzt bin ich ein bisschen eingebildet. Ich bin sehr stolz, dass ich die Anna habe und dass die Anna so in unseren Betrieb eingestiegen ist. Und ich glaube, das soll die ganze Welt einmal hören. Und das hat jetzt die ganze Welt gehört.
So, ich bedanke mich. Und wir, Barbara 2, werden jetzt noch ein ganz was Originelles mit Eierlikör zubereiten. Denn wir haben ja gesagt, mit eurem Eierlikör, da muss schon auch noch was Originelles passieren. Ich liebe diesen Eierlikör, ja. Ich habe jetzt diese frischen Erdbeeren aus dem Genussland Kärnten, wirklich Kärntner Erdbeeren, in einer Qualität, wir haben sie zuvor verkostet. Also, wir haben übrigens noch mehr Zuschauer, hallo. Und da habe ich die Erdbeeren jetzt einfach vom grünen Bereich, also von diesem Strunk entfernt, habe die da hineingegeben in diesen Mixer. Und jetzt geben wir einfach ein paar Eiswürfel da dazu. Da ist ein bisschen Wasser unten schon. So, einfach Eiswürfel, damit das Ganze schön kühl ist. Jetzt darf ich einmal nicht viel reden, weil das immer so laut ist. Schalten wir uns das kurz ein. Es will halt nicht immer so, wie man möchte. So, da mal ein bisschen an Wasser dazu. So. Und das wird einfach schnell aufgemixt. Also irgendwann will es dann doch so, wie man möchte, aber es geht halt einmal. So. So, also, ganz einfach. Erdbeeren, etwas Eiswürfel. Man könnte auch einen Sirup dazugeben, einen Zuckersirup oder vielleicht einen Fruchtsirup. Da habt ihr ja einiges auch im Hofladen. Genau, verschiedenste Sachen. Verschiedenste. Also irgendwie so Holundersirup wäre auch passend, aber wir haben jetzt wirklich ganz klassisch das gemacht, weil ich will ja den Eierlikör schmecken. Übrigens, wir sind ja auf verschiedensten Locations unterwegs. Ihr werdet uns noch nicht nur in Kärnten, sondern überall erleben. Und wenn ihr besondere Locations kennt, wo wir vielleicht einmal hin sollen, besondere Produzenten, besondere Orte hier oder sagen wir mal auf der ganzen Welt, vielleicht passt's und wir kommen hin. Also gebt uns Bescheid, schreibt es in die Kommentare, schickt uns private Nachrichten. Aber wenn ihr ganz was Interessantes, Spannendes kennt, wir wollen es wissen und wir kommen vielleicht hin und machen eine Kochshow draus. So, Barbara, ich habe mir gedacht, mit dem Eierlikör machen wir etwas, das gar nicht einmal so aufwendig und außergewöhnlich ist, aber einfach gut schmeckt. Und zwar habe ich hier zwei Gläser, weil Erdbeeren und Eierlikör, das muss man sich einfach einmal so nur überlegen. Klingt schon sehr gut. Schau mal, so, haben wir sogar noch ein bisschen einen Eiswürfel dabei. Und jetzt kommt euer Eierlikör ganz fein oben drüber. Das würde man jetzt einen Erdbeerschot nennen mit Eierlikör. Der Eierlikör ist ja etwas dickflüssiger und den geben wir uns jetzt vorsichtig da oben drüber. So. Und auch noch den zweiten. 2 cl, Barbara. Halten wir das aus heute schon? Ja, freilich. Locker. Locker. So. Und das soll sich bewusst bitte nicht so vermischen, also auf keinen Fall gut durchrühren. Da ist jetzt der Kick an diesem Eierlikör-Erdbeer-Shot, dass man den genau so vermischt ein wenig trinkt. Mmh. Liebe Barbara, mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Mira. Auf eure Vakonix-Hofkreislerei, auf eure ganze Familie, aufs Genussland Kärnten. Und vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Und auf unsere Zusammenarbeit. Prost. Dankeschön. Prost. Liebe Leute, ich freue mich und wenn ihr wieder zuschaut, nächsten Samstag sind wir wieder live um 11 Uhr. Und zwar sind wir da, da wird es fischig, da geht es ums Thema Fisch. Freue ich mich schon sehr. Wir sind bei einem Fischproduzenten zu Gast. Mehr verraten wir in Kürze. In diesem Sinne auch euch alles Liebe. Cheers, Prost, bis zum nächsten Mal. Prost.